Tambello aus Flashdance. Vielen Dank hier an unsere Aerobic Queens, Sydney Rome, Jane Fonda. Aerobic ist wieder sehr angesagt, habe ich mir sagen lassen. Voll. Macht man zurzeit häufiger wieder. War das jemals aus? Wuschel? Das war großartig. Ja. Du bist aber auch so ein 80er-Jahre-Wuschel irgendwie. Ja. Ich finde, das passt alles perfekt. Stimmt. Ray, du hast mich sehr irritiert. Da sind zwei drunter. Na, der Bülent hat es gesagt. Endlich? Ja. Ja, hast du es gesagt? Da sind zwei drunter? Weil, wer denn? Weil die Ratiofarm-Zwillinge? Nee, die Lochis. Kennst du die Lochis? Ja, natürlich die Lochis. Und weißt du warum? Guck mal, jetzt nichts gegen die Lochis. Die sind bestimmt nett und so, bitte. Die aber sind toll. Der Wuschel hat Pickel. Siehst du das? Also nichts. Nein, also der hat doch so die Punkte. Ja. Und die Lochis sind ja, also jetzt nicht mehr so, aber als sie so berühmt wurden, haben die doch so... Weil sie pubertäre, ne? Ja. Und ich glaube, da passen zwei Lochis rein. Also ich weiß nicht. Erinnert ihr euch noch an die erste Staffel DSDS? Da hat Alexander Klafs das gesungen. Immer wenn ich den Song höre, denke ich an Alexander Klafs. Ich nicht. Wenn er das singt. Wobei, also, ehrlich gesagt, ich habe in der Matz habe ich so ein schwarzes Bundesverdienstkreuz gesehen. Das habe ich nicht verstanden. Und der Joko Winterscheid hat mal von einer Fake Angela Merkel in Joko und Klaas Duell um irgendwas, hat er so ein Fake Bundesverdienstkreuz bekommen. Okay. Ich meine, habt ihr schon mal über Joko Winterscheid nachgedacht? Joko. Weil von der Größe, es aber, muss ja irgendjemand sein, der aber singt der Riese ist. Singt der so gut? Nie im Leben. Mhm. Weil das, also ich find, gut, ich find, man muss dazu sagen, man hat ja hier tolle Gesangslehre, die einen richtig gut. Ich sag nur Andreas Schleicher, der war mein Coach, mega Typ, der hat mich so weit da hoch. Und ich kann mir vorstellen, dass die ja auch, wo denkst, ey, das singt die so gut, dann bringen die dich dahin. Also erstmal ein ganz großes Lob auch an die ganzen Coaches hier. Absolut. Ich glaube aber. Hat einer von euch Joko mal singen hören? Und das hat man ja auch beim Hasen gesehen, ne? So die Entwicklung. Ja, aber ganz ehrlich, nee, da bin ich nicht da. Also ganz ehrlich. ganz ehrlich, Ray, das wundert nein, mich nicht. Also wenn ich. Ja, das ist ja auch wieder was mit Plüsch. Nein, aber wenn ich irgendwie so, wenn du von zwei sprichst, würde ich doppelt sehen vielleicht, aber nicht zwei unter einen Hut oder einen Wuschel. Also ich bin der Meinung, dass der Person singt sehr viel. Weil in Sitzen zu singen ist schwieriger als normal. Und dann auch ein riesen Apparat um dich zu haben, ist nicht leicht. Und davor ist es echt sehr selig. Also ich finde, also das mit die Haare hat mich einen Gedanken gegeben. Ich weiß es zum Beispiel, und diese Daumen hoch von Facebook zum Beispiel. Und Julian Bam ist natürlich jemand, der in der Social Media halt am meisten aktiv da ist, so sein Erfolg irgendwie so. Und singt auch, meines Wissens, und hat, wenn ihr das gemerkt habt, die ganze Wuschel, die unter ihm waren, hatten alle verschiedene Farben. Mhm. Und er färbt gerne seine Haare, glaube ich. Und er tanzt auch, weil du musst ja erstmal so einen Wuschel bewegen können. Und man hat ja wirklich das Gefühl, dass der richtig Hula Hoop und dann macht er das rauf und runter. Also muss auf jeden Fall auch sportlich sein. Und er hat lupschig Augen. Also der schien ein bisschen. Also ich tippe auf Julian Bam. Also Julian Bam. Als Kompliment, weil ich den Gesang super. Was hat Ruth gesagt? Hast du auch schon? Ich irgendwie von den Indizien her war ich jetzt bei Joko Winterscheid. Joko, richtig. Ja, klar. Und auch so die kleinen Wuschel könnten für die ganzen Projekte stehen, weißt du? Für die Joko. Habt ihr eine Frage an den Wuschel? Folgende Frage. Eine große türkische Zeitung, ich glaube, sie heißt Bild, sagt, du wärst Vincent Weiss. Was sagst du dazu? Ich sag nur so, Leute. Als ich diesen Artikel gelesen habe, ging bei mir ein Feuerwerk der Emotionen los. Aber das wäre eine Konkurrenz. Also jemand, das ungern verwechselt ist mit Vincent Weiss. Oder nicht? Ne, das heißt eigentlich, wenn er ein Feuerwerk in, also das heißt, ja, ich bin's, man erkennt meine einmalige Stimme. Ehrlich? Oh, wunderbar.